Bei der Abiturprüfung in Hamburg sind offenbar mehrere Schüler bei Schummelversuchen ertappt worden. Wie der NDR berichtet, sollen einige künstliche Intelligenz genutzt haben, um die Prüfungsfragen zu beantworten. Mindestens ein Jugendlicher sei mit einem Smartphone erwischt worden, er habe das Programm ChatGPT heimlich verwendet. Nachdem der Schüler erwischt wurde, habe er den Betrugsversuch zugegeben. Darüber hinaus gibt es wohl weitere Verdachtsfälle. Das hat die Schulbehörde dem Sender zufolge bestätigt. Beim Korrigieren der Prüfungen seien den Lehrern untypische Formulierungen aufgefallen. Vieles deute darauf hin, dass die Texte mittels KI erstellt worden seien, heißt es weiter. Sicher nachgewiesen werden könnten die möglichen Betrugsversuche aber nicht. Wie viele Schüler genau geschummelt haben, sei nicht bekannt.